Schön, dass ihr mich besucht. Manche kennen mich vielleicht gar nicht. Tobias Schwarelapp ist mein Name. Wir zusammen Jugendseelsorger hier im Erzbistum Köln. Und ich freue mich auf nächste Woche. Denn da habe ich das große Glück, zusammen mit dem René Fanta vom BDKJ und 160 jungen Leuten nach Panama reisen darf zum Weltjugendtag. Hier nochmal im Büro die paar letzten Sachen mal zusammensuchen, damit nächste Woche nichts schief geht. Als Wichtigstes den Hut testen, ob er passt und sitzt. Hervorragend. In Panama brauchen wir den. Dann, was haben wir? Für die lange Reise, wenn man nicht die ganze Zeit reden will, kann man natürlich auch schon mal die beiden Pilgerhefte zur Hand nehmen. Das ist eins von der AFJ für alle deutschen Pilger und dann eins fürs Erzbistum Köln, sodass wir dann in Panama auch zusammen beten und singen können mit all den vielen anderen, die dort anreisen. Und dann haben wir noch ein sehr, sehr schönes Überbleibsel vom Weltjugendtag in Madrid, damals vor ein paar Jahren. Vamos steht drauf. Vamos, Erzbistum Köln. Passt jetzt auch wieder. Spanisch wird ja auch in Panama gesprochen. Ich glaube, jetzt habe ich alle Sachen beisammen. Wenn ihr uns in den kommenden Tagen folgen wollt, dann macht das doch einfach über den Blog, der jetzt hier unten im Bild eingeblendet ist. Da könnt ihr sehen, was wir so erleben und miteinander machen. Da freue ich mich drauf. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, hasta luego, ciao und bis bald. Ich freue mich auf euch.